Hamburg, Keutka, Karlshomp, Jakobs, Plessers von Hesen, Gründel, Jusufi, Kastel, Spörl und Beiersdörfer. Es fehlt Miroslav Okoński, der Pole, dazu später mehr. Er sitzt nur auf der Bank. Und wenn man sich die Aufstellung der Hamburger ansieht, nur eine Sturmspitze mit Manfred Kastel, also zu einem großen Sturmlauf von Anbeginn an, will der HSV hier offensichtlich nicht ansetzen. Sie sehen, beide Mannschaften betreten den Platz, die Stimmung in Ordnung. Schiedsrichter übrigens ist Hans Scheuerer aus München. Die beiden Kapitäne von Hesen und Wölf bei der Platzwahl. Vor zweieinhalb Wochen standen sich beide Mannschaften an gleicher Stelle schon einmal gegenüber. Da ging es um Bundesliga-Punkte und da fuhren die Hamburger mit einem satten 0:4 nach Hause. Das ist die Bank des VfL Bochum mit den Ersatzspielern Epp, Knebel, Lamek, im Oli, Jakisch und Ersatztorhüter Wessels. Und der HSV ganz in Weiß wird anstoßen, wird von rechts nach links spielen. Beim Anstoß, das sind Heinz Gründel und Manfred Kastel. Die Bank des HSV, Okoński, wie gesagt, dazu später noch ein paar Bemerkungen. Groth, Bein, Labbadia und Ersatztorhüter Golz und das Spiel läuft. Meter 3 Homp. Gerard Plessers, der Libero, der Belgier. Und Manfred Kals. Er und Kastel fehlten bei jenem 0:4 Bundesligaspiel vor 200 Wochen. Jakobs. Vertändelt. Kempe. Bochums Libero, um den es einige Diskussionen gab, gerade nach dem letzten Bundesligaspiel, das der VfL mit 1:3 verlor in Uerdingen. Da half er dem Gegner mit gewohnter Leichtsinnigkeit. Aber Trainer Gerland sagt, sagt mir doch bitte schön, wen ich an seiner Stelle denn da hinten reinstellen soll. Rehacek. Ein Eigengewächs aus den eigenen Amateuren. Lothar Wölk. Abseits. Ja, aus Reihen des HSV war zu hören, die Bochumer haben Probleme, wenn sie das Spiel selbst gestalten müssen. Also lassen wir sie kommen und versuchen zu kontern. Jupp Keutka, 36 Jahre alt, hat gerade einen Zweijahresvertrag, einen neuen unterschrieben beim Hamburger Sportverein. Er selbst und Manager Magath stellen sich eine ähnliche Entwicklung vor, wie sie Bodenski genommen hat beim SV Werder Bremen. Ein Jahr noch die Nummer 1. Dann langsam einen neuen, einen jungen aufbauen und gemächlich auf der Bank die Karriere auslaufen lassen. Aber heute muss er erst einmal voll ran. Das ist Homp, zum Mann mit der Nummer 11, Dietmar Beiersdorfer. Die 11, Sie erinnern sich, in alten Zeiten,
Es waren Flügelflitzer. Links außen à la Charlie Dörfel. Beiersdorfer ist ein anderer Typ. Die Taktik bestimmt die Aufstellung heute. Die Hamburger bemüht den Ball zu halten und versuchen auch mit dieser Quer- und Rückspielerei die Bochumer zu locken. Das ist Trainer Willy Reimann, der 38-Jährige, der vom Nachbarn aus St. Pauli mitten in der Saison im letzten November kam, nach der Verabschiedung von Josip Skobla, mit dem eigentlich so alles schief gegangen war, was nur hatte schief gehen können. Ralf Zumdick, Bochum-Torhüter, Rehacek, Kempe. Gerland hat sich mit ihm lange, lange unterhalten, zum x-ten Mal wohl. Ein brillanter Fußballspieler, das sagt auch Bochums Trainer. Aber die Fehler, die er sich hinten ab und zu erlaubt, Leichtsinnigkeiten, die kann man vorne im Sturm verkraften. Aber wenn der letzte Mann, sprich Libero oder der Torhüter, solche Dinge veranstalten, dann geht's eben richtig daneben. Das ist der Mann mit der Nummer 10, Andrzej Iwan. Der neue Spielmacher bei Bochum, und Sie sehen warum. Der Mann kann lange Pässe schlagen, ein hervorragender Techniker. Publikumsliebling hier. Oswald. Wölk, Oswald. Oh, 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 da musste man schon bei der ersten Attacke pfeifen, fand ich. Und auch diesmal war das Bein zu hoch, Sie sehen gleich wie. Ja. Vielleicht gar nicht böse gemeint von Rehacek, aber er trifft jedenfalls nur das Bein von Thomas von Hesen. Gespielt knapp 6 Minuten und noch nicht ein einziges Mal die Hamburger vor dem Bochumer Tor. Sperl. Oswald. Martin Kreh. Wölk. Wölk. Jutnel. Und das sind die Verantwortlichen des VfL Bochum. Rechts Hermann Gerland, links Jupp Ten Hagen, Ex-Nationalspieler. Lange, lange Bochumer Kind. Dann bei Borussia Dortmund tätig und zurückgekehrt. Jetzt Assistent von Hermann Gerland, der ja den Verein verlässt. Gab es einige Diskussionen, auch ein bisschen böses Blut. Er geht ja zum 1. FC Nürnberg. Iwan. So, wir notieren die 7. Spielminute und zum ersten Mal wenigstens halbwegs so etwas wie eine Chance. Beiersdorfer. Pomp.
Kempe. Gemacht von Reacek. Ja, war schwer zu nehmen für Ivan. Aber die Bochumer mit dem richtigen Rezept über die Flügel, alte Fußballweisheiten. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Kastel. Köhler Rehacek und Foul am Grundl. Ja, da vertändelt er den Ball und muss dann den Ellbogen zur Hilfe nehmen, Rehacek. Entfernung etwa 30 Meter. Josefi oder Gründel. Gründel. Ivan. Legat. Abseits. Kempe, Oswald, Rehacek, oft am Ball in dieser Anfangsphase. Josefi, Gründel. Plessers. Sperl. Zu hohes Bein. Fand ich, aber nicht Herr Scheurer. Bölk. Ivan, ihn suchen sie immer wieder. Mehl. Abseits. Ja, die Abseitsfalle beim HSV klappt. Die Hamburger sind ja Pokalverteidiger. Dreimal insgesamt haben sie den Pott schon gewonnen. Und der Gegner der VfL Bochum, vor 20 Jahren waren sie zum letzten Mal in einem Finale. Da haben sie hier zu Hause den FC Bayern, ganz jung damals noch, 2:1 geschlagen.
und dann aber in Ludwigshafen 1:4 gegen den 1. FC Köln verloren. 82 war man noch einmal im Halbfinale. Im Moment ist die Mannschaft tief, tief drin im Kampf gegen den Abstieg. An 16. und drittletzter Stelle. Hat nicht mehr Pluspunkte aufzuweisen wie der FC Homburg oder der FC Schalke 04. Und für den HSV geht's, ja, vielleicht kann man so hart sagen, darum nicht in der Mittelmäßigkeit zu versinken. Der 7. Tabellenplatz in der Bundesliga garantiert alles andere als einen Platz im lukrativen internationalen Geschäft im kommenden Jahr. Und beide rechnen sich ein bisschen Chancen aus, dass nämlich der SV Werder Bremen deutscher Meister wird und Endspiel in Berlin kommt. Abseits, abseits, abseits. Längst angezeigt, längst gepfiffen. Ja, dass also Werder Bremen die Meisterschaft holt und das Pokalfinale in Berlin erreicht. Dann im Cup der Landesmeister spielt und der Gegner im Pokalfinale wäre also automatisch im Europacup drin. Ivan. Sie sehen unsere, wir nennen das unsere Führungskamera, die Kamera, die hier diese totalen Bilder liefert, hat einen technischen Defekt. Wir sind natürlich bemüht, das jetzt in Ordnung zu bringen. Und von hier unten sehen wir leider nur zu gut dieses Foul an Manfred Kastel. Eine Viertelstunde vorbei, nach wie vor 0:0. Beide sehr, sehr vorsichtig, das muss man sagen. Noch keine wirklich dicke Torchance. Wölk. Sperl. Jakobs. Beiersdorfer. Freistoß Plessers und im Bochumer Strafraum kümmert sich Kree um Manfred Kastel. Vielleicht schnell einmal der Weg der beiden in dieses Halbfinale. Bochum erst nach 2 Spielen in der ersten Runde gegen die Amateure aus Oldenburg weiter. Dann nach Verlängerung erst gegen die Amateure aus Gingen weiter. Dann knapp die Amateure von Schwarz-Weiß Essen geschlagen. Und dann Fortuna Köln mit 4:1. Also ein mühsamer, wenn auch vom Papier her doch leichterer Weg. Da hatte der HSV schon andere Brocken wegzuräumen.
Zunächst den FC Homburg, dann die Amateure von Werder Bremen. Dann gewann man in Kaiserslautern 2:1 und schlug den FC Bayern München mit dem gleichen Ergebnis zu Hause. Lothar Wölk, der Geldkönig in der Bundesliga. Ivan. Plesser verpissen. Gründel, Kastel zieht Kree weit nach rechts draußen. Rehacek. Ein bisschen durchsichtig, was der VfL da produziert. Josefi hat seine Leistenverletzung auskuriert. Soweit zumindest, dass er heute spielen kann. Kempe. Der Foul von Gründel. Und um mich herum, wir sitzen hier so auf der Tribüne im Ruhrstadion, da beginnt schon das Geraune. Haben Sie gesehen, er nahm den Ball zunächst an. Er wollte ihn erstmal sicher spielen, sicher zu Boden bringen und dann in Ruhe zum Torhüter spielen, in Bedrängnis. Das soll alles immer gut aussehen bei diesem hervorragenden Techniker Thomas Kempe. Aber in Bedrängnis ist das riskant und ist ja auch schon des Öfteren ins Auge gegangen. Mit der 10 Harald Spörl, 21 Jahre alt, ist in dieser Saison neu nach Hamburg gekommen aus Frohnlach. Und hat im Moment einen Stammplatz, trägt die Nummer 10, die im vergangenen Jahr mit so viel Glanz Miroslav Okoinski auf den Platz brachte. Aber der ist völlig von der Rolle. Leifeld, Ivan. Nein. Es gibt Freistoß für den VfL Bochum, wobei ich aber glaube, dass Jupp Mehl zuerst gedrückt hatte. Vielleicht sehen wir es. Ja, etwas spät. Wie auch immer, gute Schussposition. 22 Meter höchstens, 20 vielleicht nur. Und Ivan kann Freistöße schießen, Thomas Kemper auch. Der Scheurer deutet an, dass es jetzt Gleichgeld gibt für den Ersten, der sich näher als 9 Meter zum Ball bewegt. Ivan. Ja, die Mauer stand alles andere als optimal. Und Jupp Voigtka musste die Brust hinhalten. Da löst sich, glaube ich, Plessers. Der Ball prallt ab. Aber zum Glück kommt als Erster am Ball. Gespielt 23 Minuten.
Krehe, auch das gibt es aus einer Ecke, ein Einwurf für den Gegner. Aber den Ball musste er so nehmen und er ist ihm über den Spann gerutscht. Der HSV alles andere als um die Initiative bemüht. Ivan. Abseitsfalle steht, deswegen muss Ivan alleine dribbeln. Gegen eine solche Abseitsfalle müssen eben Einzelaktionen klappen oder man muss schneller spielen. Kaltz. Beiersdorfer. Gründel gegen zwei, gegen Kempe. Nicht konsequent genug, Thomas Kempe. Ich will mich nicht auf ihn einschießen, aber so frei hätte Gründel diesen Ball nie und nimmer annehmen dürfen. Komp. Kastel. Gründel. Sperl. Josefi, Beiersdorfer, schön gesehen, Kaltz. Es gibt Freistoß für den HSV. Legert hatte Kaltz gestoßen. Lassen Sie mich schnell das Thema Okoinski noch abschließen. Ich habe vorhin mit Felix Magath, mit dem HSV-Manager, gesprochen, unten auf dem Platz. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über die anstehenden oder abgeschlossenen Verträge, Vertragsverhandlungen beim HSV. Und mit wem es denn noch auf der Kippe stehe. Und er sagt, Okoinski zum Beispiel. Ich frage vom HSV, von ihm aus oder vom polnischen Verband aus? Nein, sagt er, von unserer Seite. Also, in der gegenwärtigen Form scheint Miroslav Okoinski beim HSV keine besonders goldene Zukunft zu haben. Superschuss, ein Superschuss von Martin Kreh aus nach fast 30 Metern. Genau ins Eck. Wer spricht von Okoinski? Schauen Sie, ein Querschläger, kurz aufkicken lassen, abziehen, wie ein Strich und der Ball wird immer länger ins Eck. Keine Chance für Jupolka, gespielt knapp 28 Minuten. Der Manndecker macht den Stürmern auf beiden Seiten vor. Jetzt bin ich gespannt, was die Hamburger machen.
Dem Spiel jedenfalls kann es nur gut tun. Von Hesen. Zum Dick. Tor wirkt auch wie eine Spritze aufs Publikum. Jetzt wieder Stimmung hier im Ruhrstadion. Ivan. In vorderster Linie beim HSV jetzt Heinz Gründel, aufgerückt und Kastel. Kastel, bei ihm jetzt Oswald. Kempe. Da schien es gerade so, als würden die Hamburger etwas selbstbewusster. Und da geht der VfL Bochum mit 1:0 in Führung. Kastel. Runde, Fazit. Ein unschönes Foul von Beiersdorfer. Dafür kann es und ich finde müsste es Geld geben. Der Angriff galt ausschließlich dem Gegenspieler. Da war der Ball weit, weit weg. Und dieses gestreckte Bein in Richtung gegnerischen Knöchel ist in der Tat eine äußerst unschöne Sache. Freistoß Ivan. Josephie, Jakobs. Ja, die Bochumer greifen früh an jetzt. Jetzt muss der HSV kommen und den Bochumern ins Blatt spielen, um einen Begriff aus dem Skat zu benutzen. Ivan. Abseits. Von Hesen bemüht sich um Linie. So, und jetzt gibt es Geld für Rehacek nach diesem eher harmlosen Foul, finde ich, im Kampf um den Ball. Also da hätte der gute Beiersdorfer viel eher das gelbe Kärtchen zu sehen bekommen müssen. Da hatte Rehacek eben die Chance, an den Ball zu kommen. Der HSV-Verteidiger vorhin nicht. Ivan. Ah, oh, das klingt.
Sperren. Lesser ist weit mit vorne jetzt von Hesen. Gut gedacht, schlecht gemacht. Und in der Bochumer Fankurve skandieren sie Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das Ganze aber frühestens in einer Stunde, zumindest vom Ergebnis her. Eine Bank ist dieses 1:0 sicher noch nicht. Pompe. Vorteil gelten lassen. Nee. Ja, er hat den Heinz Gründl auflaufen lassen. Auch das nicht die feine Art. Aber er war als erster am Ball. Jupp Mehl, der Betriebswirtschaftsstudent, von dem Trainer Hermann Gerland einmal gesagt hat, der ist Student, der denkt zu viel im Strafraum. Ein bisschen ungute Luft da unten jetzt. Ivan bewegt sich viel, geht auch nach außen, schafft sich selbst die Räume. Der Fußballer des Jahres in Polen, der erst Ende vergangenen Jahres, mitten in der Saison, von Gornik Zabrze im früheren Hindenburg hier nach Bochum kam. Jakobs, das sieht ganz gut aus, wie sie sich da hinten lösen, die Hamburger, aber an der Mittellinie ist zumeist Schluss. Ivan. Wölk Oswald. Wenn sie jetzt spielen, ist die Bochumer aller HSV, aber mit einem 1:0 im Rücken. Jetzt wollen sie die Hamburger locken. Runde. Kastel. Ball. Gegen drei Bochumer, an einem vorbei. Und es gibt nur Abschluss. Nur den Ball gespielt, Ivan. Hatte Uwe Leifert nicht aufgepasst.
Kastel. Mehatek. Überlässt Ivan. Vorsicht mit Abseits. Kein Abseits jetzt. Leifeld. Legat. Da ist niemand. Oh, da hat sich Jupp Troitka verletzt. Ist rückwärts gefallen und ich glaube, er hat sich den Knöchel umgeknickt. Schauen Sie. Oder ist er an den Pfosten gekommen mit dem Knöchel, mit dem Absatz, mit dem rechten Knöchel an den Pfosten. Eine so harmlose Situation eigentlich. Eine verzogene Flanke, die sich dann ins rechte obere Eck zu senken droht. Noch einmal. Schauen Sie, da ist alles schon vorbei. Jetzt geht Kolk da hoch und stößt jetzt mit dem rechten Knöchel, mit der Ferse an den Pfosten. Trainer Willi Reimann auf dem Weg zu Jupp Troitka. Da ist er rechts in der roten Trainingsjacke. Troitka steht wieder. Sie können es nicht sehen hier unten an der HSV-Bank. Wird dennoch Richard Golz warm gemacht, der 19-jährige Ersatztorhüter. Troitka nickt. Und macht sich wohl selber Mut auf. Ekpal Ivan, Rehacek. Andrzej Iwan, 30 Länderspiele hat er für Polen. Oh, da sah die HSV-Abwehr gar nicht gut aus. Troitka wollte heraus und blieb dann doch auf der Linie. Fehlpass von Ivan, Josefine Gründel. Vorbei an Rekers, dem Holländer. Vorbei an Kempe. Und Oswald zur Ecke. Die HSV-Angreifer gezwungen zu Einzelaktionen, aber die Bochumer Abwehrspieler machen es ihnen auch nicht allzu schwer. Falls. Kopfballtaste. An Hand. Also so kann man es auch machen. Thank you.
Und es gibt Geld für Zumdick. Weil er eben den Hamburger Spieler Kastel an der Ausführung des Freistoßes behindert hat. Und jetzt gibt es Freistoß für den VfL Bochum. Also die Kollegen da hinten in der Bochumer Abwehr zuweilen wirklich von allen guten Geistern verlassen. Und das muss Hermann Gerland, dem mit 33 Jahren jüngsten Bundesliga-Trainer, vorzeitig graue Haare verpassen, der ja früher ein eisenharter und eben kompromissloser Abwehrspieler war. Ivan. 3 gegen 3. Hat Legat nicht aufgepasst. Ivans Ideen zuweilen noch einen Tick zu hoch für seine Mitspieler. Komm. Jakobs. Rekers. Zu wenig Bewegung vorne im Sturm beim VfL. Rehacek. Rechts ist niemand. Also muss er den Kringel nach innen drehen. Und jetzt bekommt er den Freistoß. Ja, auch diese Angriffe mag man nicht sehen von hinten. Bochumer Reaktion darauf, dass sich die Hamburger ganz weit zurückgezogen hatten eben, um dann die Abseitsfalle aufzubauen. Jakobs vor Leifeld. Wir sind schon 2 Minuten nach der Spielzeit von 45. Jetzt pfeift Schiedsrichter Scheuerer ab. Zur Halbzeit im Halbfinale um den DFB-Pokal führt der VfL Bochum von mir aus nicht unverdient mit 1:0 gegen den Hamburger Sportverein. Wir melden uns nachher wieder. Jetzt schnell von hier aus nach. Ja, vielen Dank, Ruprecht Eser. Wir kommen genau rechtzeitig. Sie sehen die kleine Versammlung am Mittelkreis. Beide Mannschaften haben nicht gewechselt. Ich muss gestehen, das wundert mich etwas. Nicht bei Jupp Keutka, der hat offensichtlich sein Missgeschick von vorhin unbeschadet überstanden. Aber dass Willi Reimann, der HSV-Trainer, keinen weiteren Stürmer bringt. Er hat ja auf der Bank Bruno Labbadia. Der bleibt draußen und der VfL Bochum hatte eigentlich keine Notwendigkeit, hier personelle Änderungen vorzunehmen. Sicher keine spielerischen Glanzleistungen in den ersten 45 Minuten. Aber doch ein interessantes Spiel. Die Bochumer jetzt von rechts nach links in Blau. Und sie führen ja mit 1:0 durch das Tor von Kreh in der 28. Minute.
Legat. Nicht ungefährlich, was er da macht. Aber nach wie vor Sendepause in der Sturmspitze beim HSV. Wölk. Gut gemacht. Wölk. Wieder Wölk. Fehler von Plessers. Legat. Ein bisschen viel Theatralik von Seiten Jupp Nehl bei diesem Angriff von Dietmar Jacobs, aber er bekommt den Freistoß und den betreten Thorsten Legat. Der 19-Jährige gilt als eines der größten Talente hier aus Bochum. Okay, der Torschütze. Rehacek, Leifeld. Einwurf. Komm. Plessers. Sperl. Beiersdorfer geht da doch recht rüde in den Gegenspieler. Nicht zum ersten Mal. Rehacek. Jetzt kommt Bewegung in die HSV-Bank. Gleich drei Mann machen sich warm. Rechts erkenne ich Miroslav Okoinski. Bein und Labbadia. Spielt 50 Minuten jetzt. Gründel beim Einwurf. Taste gegen drei. Rechts geht Ivan. Da hat er den Ball. Schön schnell gespielt auf Leifeld.
Ja, das ist das Spiel, das dem VfL behagt. Selbst kontern, auch auf eigenem Platz. Andrzej Iwan, der einzige Pole auf dem Rasen. Vielleicht kommt ja der zweite, vielleicht kommt ja Miroslav Okonski für den HSV. Foulwölk an von Hesen. Wir sehen es, gespielt etwas mehr als 52 Minuten, nach wie vor 1:0 für den VfL Bochum. Kalt. Zum Glück. Das könnte gelb gehen für Jakobs. Ja, ja, und da bekommt er die gelbe Karte. Das war schon fast eine Notbremse. Vielleicht sehen wir es. Ja, da kam er zu spät in diesen Zweikampf hinein. Und hinter ihm war nur noch freies Feld. Aber bei aller verbissenen Härte in diesem Spiel, überhart ist es eigentlich nicht. Bis auf 2-3 unschöne Szenen. Jupp Nehl steht auch wieder. Wölk setzt sich durch, Legert. Leifeld. Der Beifall aus der Kurve, völlig zu Recht. Was sollte er sonst mit diesem Ball machen? Ihn annehmen, da wäre längst ein HSV-Abwehrspieler zur Stelle gewesen. Nur so kann er ihn nehmen. Und wenn er trifft, gibt es vielleicht das Tor des Jahres und alle jubeln. Abseits. 55 Minuten gespielt, Willi Reimann reagiert noch immer nicht, also das ist mir ein bisschen schleierhaft, muss ich sagen. Heinz Gründel, nun weiß Gott, keine eigentliche Sturmspitze, das weiß man. Kastel, spielend gedeckt von 2, 3 Bochumer Abwehrspielern. Kempe. Gründel. Josefi. Gründel.
Raus, ähnlicher Position, fiel vorhin das 1:0 für den VfL Bochum. Aber Kreh traf den Ball wesentlich besser als eben Gründel. Uwe Bein wird also derjenige sein, der jetzt die Hamburger Angriffsbemühungen verstärken soll. Auch da darf ich mich ein bisschen wundern. Auch er eher im Mittelfeld zu Hause. Hat allerdings am vergangenen Freitag das Siegtor gegen Borussia Mönchengladbach beim 2:1 im Volksparkstadion erzielt. Okay. Rekas. Legat. Rehacek, Mehl. Gerard Plessers hat sich eben beim Zweikampf leicht verletzt. Auch ein bisschen mit gegnerischer Hilfe. Ich glaube, Legat hat ihn da am Knöchel getroffen. Und jetzt wechselt der HSV aus. Uwe Bein also kommt. Der von so vielen Verletzungen geplagte Ex-Kölner. Und hinausgeht. Und hinausgeht Gerard Plessers. Also, nach knapp einer Stunde, Uwe Bein Richtung Linksaußen orientiert und Gerard Plessers ein Abwehrspieler hinaus. Ivan. Ivan. Und Polter. Mein Gott, was für ein Tor. Ja. Oh, 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 das ist bitter für den alten Fahrensmann, Jupp Polter. Schauen Sie, jetzt zieht Ivan ab. Oh, diese Szene, fürchte ich, werden wir noch in vielen Jahresrückblicken und dann zum Schmunzeln zu sehen bekommen. Bloß danach ist Jupp Polter sicher nicht. Und ich kann mir vorstellen, auch Andrzej Ivan, dafür ist er ein viel zu guter Fußballer, als dass er ein solches Tor geschenkt haben möchte. 59 Minuten gespielt, VfL Bochum führt mit 2:0. Gründel. Spahl. Ivan. Das alles wird Jupp Polter nicht trösten. Oh, Beinschuss durch die Hosenträger. Rob Rekers. Die Bochumer werden frecher. Abseits. Lassen Sie mich den Satz zu Ende führen. Das alles wird Jupp Polter nicht trösten. Aber es zeigt doch, dass Fußball menschlich ist. Bis in die oberste Spielklasse hinein. Also so ein Tor, selbst in der C-Klasse, im kleinsten Dorf, da kriegt der Torhüter manches zu hören. Und er ist kein hochbezahlter Profi. Spörl. Immer noch. Kassel. Vorbei an Legat. Gründel. Kerze zum Dick, greift vorbei. Aber wird im 5-Meter-Raum natürlich. Er ist hochgesprungen
rollte zum Ball. Und rechts hinter dem Tor von Ralf Zumdick, da sind die HSV, ja, so man die Fans bezeichnet. Da sind einige hirnrissige Dummköpfe dabei, die da Gegenstände auf den Platz werfen. Von Hesen, ja, ist zu eng. Kassel auf rechts außen jetzt. Zum Dick vor von Hesen. Jakobs. Abseits. Von Hesen zu lange gewartet für den Pass auf Kassel. Im Anschluss an unsere Übertragung von diesem Halbfinale übrigens gibt es im ZDF ein Sonder-Heute-Journal. Keine Sorge, meine Damen und Herren, wir behalten die Entwicklung um das Geiseldrama in Larnaca im Auge. Da sind jetzt Polizeikräfte angerückt, um diese Dummköpfe da hinten zur Raison zu bringen. ...27 Minuten bleiben dem HSV noch. Um zwei Tore aufzuholen. Sie kennen den Modus im DFB-Pokal. Verlängert wird bei einem Unentschieden um 2x15 Minuten. Und dann stünde es danach immer noch unentschieden, gäbe es ein Wiederholungsspiel. Und das allerdings dann in Hamburg. Miroslav Okoinski also wird als nächster kommen. Hat da einige Sensen überspringen müssen. Kals. Diese Flanken haben wir wenig gesehen bisher von ihm. Leifert muss warten gegen Beiersdorfer. Josefi, auch er nicht in der gewohnten Form nach seiner Verletzung. Da ist er. Sascha Josefi. Und jetzt wird gewechselt. Und zwar auf der Nummer 10 hinaus geht der junge Harald Spörl. Und Miroslav Okoinski kommt. Willi Reimann hat ihn in den letzten Wochen von Anfang an spielen lassen, trotz fehlender Form, hat ihn dann wieder herausgenommen. Und er hat es im Guten versucht. Er sollte durch Spielpraxis sich selber aus der Krise befreien. Da war er zum ersten Mal am Ball. Was hat er uns Spaß gemacht im vergangenen Jahr, in der letzten Saison? War eine der auffälligsten Figuren in der Liga. Ja.
Okolski. Da hinten werfen sie sich jetzt den Ball zu, diese Clowns. Jetzt endlich siegt die Vernunft. Wie kriegt man diese Leute aus den Stadien? Abseits, ja. Doch, doch, als Ivan zum Kopfball hochging, war Leifeld schon im Abseits. Kempe verliert den Ball und fault dann Josefin. Bein. Kommentar überflüssig. Uwe Wein von Hesen. Sie beide gedrückt, Leifeld und Beiersdorfer, Beiersdorfer Sieger. Okolski. Das Selbstvertrauen fehlt. Und da bekommt Thomas Kempe Gelb. Und das heißt, sollte der VfL Bochum das Endspiel in Berlin erreichen, wird er nicht mitspielen dürfen. Es ist seine zweite Gelbe im laufenden Pokalwettbewerb. Und er weiß es. Kals. Ja, sicher, gegen Leifeld in den Mann. Gründel und Zundig. Gründel. Der HSV kommt und die Bochumer machen es ihnen jetzt leicht. Sie lassen sich doch sehr weit zurückfallen jetzt. Zu spielen noch 20 Minuten. Kalt. Kommt. Jakobs. Gut gesehen, Kals hat Zeit. Zum Weg.
Nee, so schwer kann der Ball nicht zu finden sein. Legat. Komm. Bein. Oh, weg. Rekas. Legat. Rehacek liegt im Bochumer Strafraum verletzt. Kempe. Zu weit für Neil. So, jetzt müsste Schiedsrichter Scheuerer sehen. Rehacek hat sich da wehgetan. Er hat die Bewachung übernommen von Miroslav Okoinski. So, diese Unterbrechung nutzen wir. Wir geben schnell einmal zurück in die Sendezentrale zu Gerhard Klahner. Ich nehme an, es gibt eine Entwicklung in Larnaca. So, Sie haben nichts verpasst. Es gibt Eckball für den HSV. Rehacek wieder mit dabei. Ivan gegen Okoinski, ein innerpolnisches Duell, gut gemacht. Kempe. Kein Abseits, zumindest nicht da draußen, ich glaube Oswald, aber in der Mitte Leifeld. Ist Auslegungssache, Leifeld griff nicht ins Spiel ein, zog natürlich aber einen Abwehrspieler mit sich. Also kann man vertreten, diese Entscheidung. Noch 15 Minuten. Nach wie vor 2:0 führt der VfL Bochum. Der HSV, wie gesagt, hat zweimal gewechselt. Hat Bein gebracht unter Okoinski, jetzt am Ball. Es ist richtig zu spüren, wie verunsichert er ist, der Pole. Bein. Schöner Schuss. Und Gründel. Da war Ralf Zumnig schnell unten mit einer Hand bei diesem Schuss von Uwe Bein. Da sehen Sie es nochmal. Fackelt nicht lange. So fiel das 1:0 vorhin für die Bochumer. Allerdings der Ball noch 20 cm weiter rechts am Posten. Das Spiel ist sicher nicht für Feinschmecker, aber satt, finde ich, wird man. Viele Zweikämpfe. Mancher Kollege würde sagen, ein typischer Pokalfight.
und das Ruhrstadion offensichtlich kein glückliches Pflaster für die Hamburger. Da kommt ja schnell das Schlagwort vom Angstgegner. Aber Beiersdorfer. Kastel. Vorne Rehacek weggedrückt. Knappe 3 Stunden innerhalb von 2,5 Wochen haben die Hamburger hier absolviert und keinen einzigen Treffer bislang erzielt. Die Bochumer wären 6. Zum Glück, wenn man das Bundesligaspiel dieses 4:0 Ende März mitrechnet. Mit viel Gefühl in der Flanke, aber zum Dick stark. Bein. Powerplay jetzt. Kempe. Hat Kempe zu lange gewartet. Ganz eindeutiges Abseits. Das Abseits ist wirklich leicht zu praktizieren gegen die Bochumer. Kempe hätte viel früher spielen müssen. Dann wäre es was geworden. Linienrichter hat Schiedsrichter Scheurer zu sich gerufen. Und der ruft jetzt Wölk zu sich. Den Mannschaftskapitän. Ich nehme an, da ist eine Dose oder sonst ein Gegenstand auf den Platz geworfen worden. Das kann sich das Schiedsrichtergespann nicht bieten lassen. Nein. Ich nehme an, Sie haben die Durchsage gehört. Das richtete sich an die Adresse der Bochumer Fans. Rehacek. Jakob dazwischen. Hat sich Thorsten Legert wehgetan. Nicht mit Absicht des Gegners, beide im Zweikampf. Da sehen Sie es. Gehen beide hoch. Legert zu seinem Pech höher als Gründel. Und Legert holt sich da etwas am Rücken, aber er steht wieder. Und jetzt wechselt auch der VfL Bochum zum ersten Mal. Hinaus geht der Mann mit der Nummer 9, Jupp Mehl, und auf den Platz kommt mit der 12 der 19-jährige Thomas Epp. Er kam aus Stuttgart nach Bochum. Ein Stürmer, also Stürmer für Stürmer. Acht Minuten noch, plus vielleicht ein bisschen Nachspielzeit.
auch nicht vom Feinsten, dieser Angriff von Josefi. Aber so spielen auch nicht. Ivan. Jendl Okonski. Die Ideen hat er, das sieht man. Aber sie umzusetzen, gelingt ihm nicht in den letzten Wochen. Es wäre schade, wenn die Bundesliga einen Spieler von seinem Können, von seinem Potenzial verlöre. Miroslav Okonski. Aber wer Willi Reimann kennt, der weiß, Mitläufer braucht er nicht. Das ist nicht seine Vorstellung von Fußball, nur Schönwetterspieler. Hoffentlich beißt sich der Pole durch. Kalz. Von Hesen. Das ist nicht zwingend, was die Hamburger da produzieren. Kempe. Weit vorne jetzt. Auch das in der Abteilung Schwalbe abzubuchen, wenn Kalz natürlich auch leicht gestoßen hatte. Ja, Willi Reimann wird sich fragen lassen müssen, ob er nicht zu spät reagiert hat und als er es dann tat, ob er das Richtige tat, zwei Mittelfeldspieler zu bringen. 15.000 Mark Siegprämie hatten sie in der Hamburger Chefetage ausgesetzt. Prämie für dieses Spiel. Ivan geht. Der Pole auf Bochumer Seite. Und für ihn vom Meter Nummer 14, Michael, genannt Atta Lamek, 38 Jahre alt inzwischen. Der Senior. Gehört zum Bochumer Inventar schon seit undenklichen Zeiten. Jakobs als Ballkünstler, auch er im hohen Alter. Bein. Okonski. Bein. Kastel. Kalz, Entschuldigung. Jetzt Kastel. Nichts geht. Noch 4 Minuten. Also jetzt müsste es schon drunter und drüber gehen. Wenn der HSV den Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin schaffen könnte. Lamek. Auch das hätte man pfeifen können, meine ich. Jakobs hat er eher zu einem Bodycheck angesetzt. Okonski. Josefi. Bein. Okonski mit Hakentrick. Wenn ihm etwas gelingt, dann verdienen es die anderen.
Wurmstrainer Hermann Gerland hat von einem, schauen Sie noch einmal, ja, hat er schön gemacht. Die Flanke gut, Beiersdorfer verpasst und ein Bochumer Abwehrspieler vorher am Ball. Hermann Gerland, wollte ich sagen, hat von einem Albtraum erzählt. Der VfL Bochum zieht in den Europapokal. Der Pokalsieger ein, tritt dann auf den FC Barcelona. Fußball vom Feinsten also, hier aus Bochumer Sicht, ist aber leider abgestiegen in der Zwischenzeit. Gut, Sie werden mit Vergnügen ins DFB-Pokalfinale einziehen. Daran zweifle ich jetzt eigentlich nicht mehr, 2 Minuten vor Schluss. Und vielleicht gibt das ja den nötigen Motivationsschub, um rauszukommen aus dem Bundesliga-Keller. Eins jedenfalls haben Sie zunächst einmal geschafft, nach langer, langer Zeit, wie es Walter Oswald, der Abwehrspieler, ausgedrückt hat, endlich einmal über den Deckelrand der Anonymität hinausblicken zu dürfen. Die Bochumer seit Jahren schon als graue Maus der Bundesliga apostrophiert, immer wieder als Abstiegskandidat genannt, immer wieder an den eigenen Haaren aus dem Schlamassel gezogen, gute Spieler hervorgebracht, Stürmer zumal, wie immer musste man abgeben, brachte wieder neue, aber so konkret war die Angst vor dem Abstieg abseits wie in dieser Saison lange nicht. Der Trainer geht, Hermann Gerland, die Nachfolge ist noch ungeklärt. Hannes Löhr war im Gespräch. Ist es vielleicht doch der Trainer der Olympia-Auswahl des DFB? Und der HSV, da hat man ein Defizit in Millionenhöhe errechnet im Verlauf dieser Saison. Und man weiß, einen Club wie den HSV, nicht nur wegen seiner noblen, wegen seiner großen Tradition, nein, auch wegen seiner laufenden Kosten, trifft natürlich ein solcher Absturz ins Mittelmaß besonders hart. Im kommenden Jahr nicht im internationalen Geschäft. Kowalski. Gründel. Pressschlag. Jakobs und Kreh. Und wer in einen Pressschlag gegen Jakobs geht, der muss wissen, was er tut. Jedenfalls fair dieser Einsatz von beiden Seiten. Ecke kalt. Leifert Kempe, links sind 2 Mann. Jawohl, das war kein Abseits. Jetzt gehen sie zu zweit auf Volk dazu. Legat, drüben ist Leifert. Ja. 91 Minuten gespielt. Am Ergebnis ändert sich nichts. Er hätte abspielen können. Er zielte auf das lange Eck, auf den Winkel. Vorbei. Und vorbei sind auch gleich die Pokalverteidigungsträume des Hamburger Sportvereins. Man will neue Spieler holen. Mose aus Kaiserslautern ist im Gespräch. Der Klaus vom Nachbarn St. Pauli, ein dänischer Nationalspieler vielleicht. Von Hesen. 92 Minuten vorbei.
Auf den Rängen singen sie, oh, wie ist das schön, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und jetzt können die Blauen aus Bochum die Tickets buchen. Im Eishockey vielleicht, da gibt es so etwas in einer Minute. Da kann man auch den Torhüter rausnehmen, einen zusätzlichen Feldspieler bringen. Salz. Nichts geht. Rekers. Kempe. Er lässt sie lange spielen und jetzt pfeift er ab. Herr Scheurer aus München. Gratulation, Kompliment an die Bochumer.